Hallo, heute besprechen wir die Industriemeister-Basisqualifikationsprüfung der Industriemeister aus dem Fach NTG, Jahr 2017-1, also Frühjahr. Und besprechen wollen wir heute die Aufgabe 5. Die Aufgabe 5 befasst sich mit einem stromdurchflossenen Menschen, der bei Berührung einen Stromschlag bekommen kann. Und zu dieser Aufgabe sind verschiedene Fragestellungen vorgegeben. Folgende Skizze ist gegeben. Ein Mensch, deren Arme, Rumpf und Beine durch Widerstände symbolisiert werden sollen und folgende Werte gegeben sind. RA für die Arme, durchgehend 500 Ohm. RB für die Beine, durchgehend 500 Ohm. Und für den Rumpf ebenfalls 500 Ohm. Diese Skizze ist gegeben und wir dürfen uns nun folgenden Fragen zuwenden. Die Frage A fragt nach dem Stromfluss, also I in Milliampere, wenn der Strom von A nach B fließt. Dazu müssen wir natürlich hier nochmal entsprechend die Berührungspunkte sozusagen eintragen.